sind eigentlich die Stühle? Habe ich heute Gäste? Zuschauer. Entschuldigung, ist das hier Reihe 1? Entschuldigung. US-Präsident George Bush hat in seiner... Ich glaube, das ist mein Platz hier. Oh, ich muss drin. Oh ja, Reihe 1 ist... Ja, Entschuldigung. David. US-Präsident George Bush hat in seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation um Verständnis für seine Politik geworben. Damit wollte er vor allem aus den Umfragetiefs der letzten Wochen herauskommen. Ob Bushs Rede allerdings wirklich zu einem Stimmungsumschwung geführt hat, ist noch nicht bekannt. Die Bürger werden diesbezüglich gerade erst abgehört. Sehr gut. Danke. Falls Sie George Bushs Ansprache übrigens nicht sehen konnten, kann ich Sie beruhigen. Im Internet gibt es einen sehr schönen und aufschlussreichen Zusammenschnitt davon. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht verstanden. Ein kleiner Ausschnitt. The American flag stands for corporate scandals, recession, stock market declines, blackmail, terror, burning with hot irons, dripping acid on the skin, mutilation with electric drills, cutting out tongues, and rape. Übrigens, noch weniger Zuschauer als wir hat demnächst die Axel Springer AG. Die hat nämlich gestern ihre Pläne aufgegeben, die ProSiebenSat.1 Media AG zu übernehmen. Stattdessen will Springer nur nach anderen Sendern, vor allem im Ausland, Ausschau halten. Verdammt nochmal, jetzt reicht's aber. Jetzt habe ich die Schnauze aber endgültig voll. Hier ist jetzt endlich mal Ruhe, ist das klar? Also, wir haben hier eine Empfehlung für Springer, ein Sender mit unzähligen Kanälen in der ganzen Welt. Opentopia heißt er. Opentopia ist eine Website, die sich selbstständig Webcams aus dem Internet sucht. Bis jetzt wurden bereits über 1400 Kameras erfasst. Von A wie Argentinien bis Z wie... Nee, Z noch nicht. Aber die ist trotzdem super, die Seite. Stimmt's? Aber... Was? Wo sind hier die Toiletten? Da vorne, aber das hat ja wohl noch Zeit bis zum Trenner. Oh, super. Jetzt muss ich auch. Trenner. Aber das bleibt unter uns, ich habe einen Freund. Klar. So, ach. Hui, ich glaube, der Tisch hat eben etwas gelitten. Naja, egal. Ich hätte sowieso viel lieber einen Mini-Schreibtisch. Also nicht Mini, sondern Mini. Den hier halt, den Mini-Statesman Car Desk. Der Schreibtisch, der aus richtigen Mini-Coopers gebaut wird. So machen englische Autos das, was sie am besten können. Stehen bleiben. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Ich Marc. Ich Lutz. Tschüss.